Hey Leute und herzlich willkommen wieder hier zurück auf Silatal. Genau, in der letzten Folge ist die Mittelstation in Betrieb gegangen. Ich habe jetzt ein bisschen weiter vorgespult. Heute möchten wir uns nämlich endlich für die andere Seite hier einen kleinen, aber feinen Pistenbully kaufen fürs Erste. Die Idee mit den Hin- und Her zurücksetzen immer, das gefällt mir nicht so und ist auch nicht so das, was er nicht wollte oder will. Den werden wir heute kaufen und dann auch gleich schon diese Piste hier präparieren. Genau, ich hoffe, ich bin noch hier. Ja, bin noch hier. Gut, denn ich möchte nämlich gleich hier bleiben. Piste.de ist eigentlich schon gut abgenutzt, wenn man gerade auch gar nichts sieht. Lol. Ja, ich spule mal ein bisschen weiter vor. Ich hoffe, wir kommen... Ja, ich glaube, aus dem Minus kommen wir heute nicht mehr raus. Genau, wir haben hier immer noch die Wartezeiten. Ich auch schon 8 Minuten. Falsch. Ja, 6 Minuten... Das lassen wir mal so mit der Geschwindigkeit. Ich persönlich, ihr habt vielleicht gemerkt, es kam jetzt lang kein Silatal-Video mehr, geschweige denn Karriere-Videos, gerade letzte Woche, ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber letzte Woche, wo ich es aufnehme, weil es der 24.09. Letzte Woche kam mal wieder ein Kreuzeck-Video. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe lange Zeit einfach keine Lust gehabt auf Karriere, jetzt gerade im Sommer oder Herbst, wie es ja jetzt ist. Ja, aber jetzt möchte ich langsam wieder anfangen. Mit Felleralm ist halt so eine Sache, oder? Ich um ehrlich zu sein, würde ich echt gerne weitermachen. Das Problem ist nur, dass wir ja, wenn ihr die Streams verfolgt, das Ganze sehr viele Bahnpläne ja haben, wie eine 4MGD, eine dieser 6er-Sessel lift und die ganzen anderen Sachen, was dann noch kommen. Ich habe sie selber gar nicht im Kopf. Dass hier ja doch keiner draußen ist. 6er-Sessel-Lift, ne, die 4er-Gondelbahn oder diese Mittelstation, diese D-Line da. Da ist noch nichts draußen und deswegen, wenn ich seine. Ja, ich wüsste sonst einfach nicht, was ich auf Felleralm sonst machen soll. Weil eigentlich, wenn ihr euch erinnert, da diese große Station, dieser Hügel, wo ja drei Bergstunden zusammengehen, die Zirbenhangbahn und die. Jetzt die Mangobahn, die wir hingesetzt haben, und der 8er-Sessel, der Zirbenachter. Da, ja, das ist eigentlich so das große, die große Baustelle gerade. Und um ehrlich zu sein, solange die nicht fertig ist, weil ich möchte nicht wieder ohne dass das abgeschlossen ist, einfach wieder irgendwo anders weiterbauen. Drüben, da wo in Season 1 die grüne Uni war, dieser grüne, da möchte ich eigentlich erst anfangen zu bauen, generell da hinten drinnen anfangen zu bauen, wenn wir dann das vordere alles abgeschlossen haben. Deswegen, ja, ich muss mal schauen. Aber ja, müssen wir schauen, was wir da machen. Aber darum sollte es eigentlich nicht gehen. Jetzt geht's mal hier, dass wir den Tag beenden, denn wir werden dann hier gleich arrangieren. Genau, und ich hoffe, hier ist ein bisschen. Und ja, hier. Ich habe mir überlegt, dass wir auch bald mal, vermutlich eh schon in der nächsten oder übernächsten Folge, möchte ich nicht hier drüben los anfangen mit dem Weiterkaufen mit dem, Entschuldigung, mit dem Sound, mit dem 4er-Sessel-Lift, Fixie-Klempen und der Cover-Tag, sondern ich möchte zuerst den kleinen Abschnitt hier machen, also kaufen. Das ist jetzt die Mangobahn, die Haifa-Kopfbahn, warte mal, wo steht denn das hier, S hier, die Haifa-Kopfbahn und den Schlepplift, den Haifa-Kopf-Jet, die sind hier drüben. Heißt, da hätten wir nochmal eine kuppelbare Anlage und eine fix geklemmte Anlage, ein Schlepplift. Und dann hätten wir das hier drüben abgeschlossen. Und ich glaube auch, weil ich zeige es euch mal ganz kurz, wenn wir mal hier auf Shop gehen. Ich habe mir überlegt, dass wir uns hier diesen Pistenbully, einen von dieser Reihe. Und da wollte ich mir eigentlich sogar fast schon diesen 42D Solo kaufen. Einfach, der ist einfach nicht so ganz teuer. Und ich meine, wenn wir mal schauen. Schwarze Piste haben wir hier nicht, hier haben wir eine rote und eine blaue Piste und generell jetzt ist hier oben kein Pistenplan und generell hier hinten sehe ich jetzt, ja, da haben wir eigentlich nur hier hinten und die, also die 15 und die 17 ist eine schwarze Piste und ja, und hier außen rum diese Skiroute, der Rest ist rot und blau und ich denke mal, dass der das schaffen wird. Da habe ich mal, ich jetzt schauen wir mal lieber gleich. Weil eigentlich will ich halt schon ganz gern gleich einen mit Winde, vielleicht kaufen eben den 42D mit Winde. Er wäre jetzt auch jetzt nicht so um Welten teurer. Der wäre halt noch günstiger. Aber ich denke, ich weiß halt auch nicht, ob der dann überall hochkommt. Das ist halt das größere Problem. Deswegen denke ich, werden wir uns den 42D mit Winde kaufen, dass wir in dem T
Thema abgesichert sind, sollte es mal zu steil sein, dass wir uns mit der Winde anhängen können. Genau. Jetzt setzen wir uns hier mal wieder rein, denn wir spulen uns mal weiter vor. Genau. Dann können wir nämlich hier anfangen, gleich zu garagieren, beziehungsweise drüben. Wir schließen dann einfach die Anlagen, weil wir jetzt nicht überall gleichzeitig sein können. Und dann präparieren wir auch gleich schon die Piste hier drüben. Ja, bald Feierabend. Ja, komm. Müssen wir die Hütten dann auch mal schauen. Jetzt haben wir Feierabend. Schauen wir mal die Hütten, ob die noch... Ja, okay, die haben noch genügend Vorrat. Also da müssten wir uns mal nicht kümmern. Pisten sind gut abgenutzt. Die Piste 1 hat gerade mal noch 6% Präparierung. Ist ja die hier oben. Ansonsten sieht es sehr gut aus. Mich interessiert hier ist die 21. Die hat 0%. Das sieht man aber auch. Also hier drüben geht es ganz schön ab. Ja, jetzt habe ich mir getappt. Das wollte ich jetzt nicht. Aber es passt eh gut, dass wir gleich hier drüben sind, denn ich schließe jetzt einfach gleich die ganzen Lifte. Ja, willst du wohl schließen? Danke. So. Na, komm, alle schließen. Jawohl. Pisten schließen wir auch gleich. Leerfahren in dem Sinne machen sie jetzt gerade noch, aber ich denke nicht mehr, dass jetzt Leute da sind. Ich glaube, ich frage mich eigentlich, wenn ich jetzt die Piste geschlossen habe, ob dann automatisch keine NPCs mehr da sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit irgendwie zusammenhängt oder sowas. Ich denke nicht. Kann aber auch sein, dass es so ist. Ich möchte es jetzt eigentlich lieber mal in der Timeless machen, dann seht ihr auch, wie wir alles jetzt eingaragieren. Sprich, zuerst kaufen wir uns jetzt mal den Pistenmod. Ich glaube, das ist jetzt mal eher das Spannendere. Hier oben haben wir, glaube ich, jetzt aber vor, ist keine Garage. Nee, aber wir können sie hier unten gleich schon nehmen und die Piste ja, gleich schon präparieren. Das wollte ich auch nicht. Wir stellen uns den einfach dabei hier oder so dann ab. Reinsetzen. Gehen wir hier rum. Und kaufen ihn uns. Geld haben wir ja so gesehen eigentlich gut. Zack. Wo ist er? Da ist er. Und wir kaufen ihn uns. Zack. Und dann haben wir uns den auch gekauft. Da gibt es ja auch ganz viele Sachen, wo man hier drinnen was drücken kann. Das ist auch ganz cool. Wie hier diesen... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Snowfall... Ne, irgendwie heißt das. Ich weiß nicht. Und hier ist ja auch... Ich sehe jetzt schon dieser Joystick und alles ist beweglich. Genau. Ich möchte euch hier mal zeigen. Man kann hier, glaube ich... Man kann ja so viel irgendwie umstellen und so. Man kann auch hier diese Winde aufklappen. Ist auch ganz cool. Man kann, glaube ich, die Fräse halt irgendwie verschwinden lassen. Und die Winde, da kann man, glaube ich, auch noch irgendwas machen. Ich weiß es aber sonst schon. Ansonsten finde ich diese Pistenmod voll cool. Genau. Jetzt aber alles weitere in einer Timelapse. Wir werden uns das Ganze hier garagieren, die beiden Anlagen. Und drüben auch gleich schon alles garagieren. Oder wobei, ich denke mal, drüben werde ich es eher alleine machen. Genau. Dann schlage ich vor, viel Spaß beim Zusehen.
Let's talk about right.